dass allerdings eine Frau Doktor regelmäßig in die Schwanzflosse schlüpft, um überall auf der Welt die Tiefen der Aquarien zu erkunden, das ist schon eher ungewöhnlich, aber durchaus ein Hingucker. Cordelia Marsch und Matthias Röck berichten. Es zieht sie in die Tiefe, denn dort ist sie am glücklichsten. Das Markanteste an ihr, die große Schwanzflosse. Definitiv bevorzuge ich das Leben unter Wasser. Es ist friedlicher, es ist ruhiger. Man muss weniger kämpfen. Man muss mit anderen Sachen kämpfen. Also das ist einfach ein komplett anderes Leben. Da jeder Rodler führt ein verrücktes Leben. Andere Mädchen gingen im Teenageralter auf den Pferdehof. Sie aber saß mit 13 auf einem Felsen an der Adria und versuchte mit ihrem Gesang die Seefahrer zu betören. Ich habe schon früher meine eigenen Schwimmflossen oder Meerjungfrauenflossen gebastelt, gebaut. Ich habe einfach Schwimmflossen, normale Schwimmflossen zusammengebunden, habe aus Schlafanzughosen ein Oberteil gebastelt und habe das alles verschnürt und bin dort zum ersten Mal als Meerjungfrau rumgeschwommen. Als sie feststellte, dass man von Wasser allein nicht leben kann, wurde sie Tiermedizinerin. An Land ist sie Doktorin mit der Schwanzflosse, Spezialistin für Vögel und hält Vorlesungen an der Uni München. Aber ganz von der Unterwasserwelt lassen kann sie einfach nicht. Ihr zweites Ich ist und bleibt die Meerjungfrau. Die einen verstehen es gar nicht, weil sie nicht begreifen können, dass ein Wissenschaftler, in dem Fall ja, ein tierärztlicher Wissenschaftler, so etwas, naja, Kindliches macht. Andere wiederum sind begeistert, dass ich das mache und dass ich den Mut habe, das zu machen. In jeder freien Minute taucht die 35-Jährige ab, in Aquarien auf der ganzen Welt. Ihr Markenzeichen? Die Flosse. 12 Kilo schwer und ein wahres Technikwunder. Wir haben ja einige Haie hier drinnen und wir haben auch einige neue Zebrahaie hier drin. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie die heute auf mich reagieren werden. Doch weniger die Haie haben es auf Daniela abgesehen. Ein ganz anderer Meeresbewohner fühlt sich magisch von ihr angezogen. Besonders spannend ist heute die Meeresschildkröte Gonzales. Die hat die besondere Vorliebe, mir hinterher zu schwimmen oder einfach in die Schwanzflosse zu beißen. Deshalb darf Daniela auch nicht allein ins Becken. An ihrer Seite stets zwei Sicherheitstaucher, Unterwasser-Bodyguard sozusagen. Einmal tief Luft holen und ab geht's in die Tiefen des Aquariums. 3,5 Minuten kann die Apnoe-Taucherin bei den Fischen bleiben. Wenn man zu lang die Luft unter Wasser anhält, muss man aufpassen, dass man kein Blackout bekommt. Also das kommt überraschend, das kommt ohne Vorankündigung. Das heißt, wenn man es also übertreibt, dann kann man sofort das Bewusstsein verlieren. Ein bisschen verrückt muss man für ein solches Hobby schon sein. Umso mehr freut es die Kleinen. Sie sind von der Meerjungfrau begeistert. Ich fand die Meerjungfrau cool. Ich fand die Meerjungfrau schön. Auch Junggeselle Gonzales ist ihrem Charme voll und ganz erlegen. Wären dann nicht die beiden Sicherheitstaucher, die seinem Glück im Wege stehen. So anmutig das Fabelwesen aus der Unterwasserwelt wirkt, so traurig sind die Geschichten, die man über die Meerjungfrau erzählt. Danielas Lieblingsgeschichte eigentlich klar. Das ist mit Sicherheit die kleine Meerjungfrau von Hans Christian Andersen. Allerdings geht sie natürlich traurig aus, so wie die meisten Meerjungfrauengeschichten. Ja, es geht um unglückliche Liebe, die sich am Ende dann nicht erfüllt und die Meerjungfrau wird am Ende zu Seeschaum. Aber ob ich wegen unglücklicher Liebe zu Seeschaum werde, das wird die Geschichte zeigen.